Nachdem wir uns im ersten Teil mit den anwesenden Fahrzeugen beschäftigt haben, möchte ich Sie nun zu einer Reise entlang der Strecke nach Asendorf und zurück einladen. Die Lok 20, Haspe, verlässt nun den Bahnhof Bruckhausen-Vilsen in Richtung Heiligenberg. Der erste Unterwegsbahnhof ist Vilsen-Ort. DEV-Gründungsmitglied Harald Kindermann ließ es sich nicht nehmen, anlässlich der Festwoche wieder einige Züge selbst abzufertigen. Über die Humfelder Straße geht es nun weiter in Richtung Asendorf. Für viele dürfte das Highlight die 1:50 Steigung im Vilser Holz sein. Nach Verlassen des Vilser Holzes geht es durch die Heiligenberger Kurve in den Heiligenberger Bahnhof hinein. Von fast jedem Zug, wie hier auch, wird der kleine Bedarfshaltepunkt Klosterheide durchfahren.
Im Bahnhof Asendorf herrschte stets ein geschäftiges Treiben. So waren teilweise drei Züge gleichzeitig im Bahnhof. Als erstes verlassen hier Haspe und Spreewald den Bahnhof in Richtung Bruchhausen-Pilsen. Nachdem Haspel und Spreewald das Feld geräumt haben, kann sich nun auch einige Zeit später Hoja auf den Weg nach Heiligenberg machen. Nachdem Plettenberg umgesetzt hat, ist nun Rangieren angesagt. Der Zug, der gleichzeitig von Plettenberg und Biberlis und Sandwich bespannt wird, soll an den Hausbahnsteig gestellt werden. Wenn ihr nochmal zeigt, ob das geht oder nicht? Auch wir machen uns nun auf den Heimweg. Mit einem Pendel aus Asendorf erreicht die Spreewald gerade den Bahnhof Heiligenberg. Links ist ein Teil der Fahrzeughalle des DEV zu sehen.
Die kleine Franzburg zieht hier eine stilreine FKB-Garnitur in die Heiligenberger Kurve hinein. Auch für talwärts fahrende Züge ist das Filser Holz eine nette Stelle. Ein weiterer Haltepunkt zwischen Heiligenberg und Bruchholm-Vilsen ist Wiehe Kurpark. Da, wo unsere Reise begonnen hat, endet sie auch wieder. Ich hoffe, der Film hat Ihnen gefallen und es würde mich freuen, wenn man sich bald wieder sieht.